Ziel vernichtet. Gut, ich rücke vor. So, und jetzt hier durch. Weil sonst kommt gleich von unten der Beamblade. Gefunden. Demolischer Geschütz. Feuer frei. Ich zerstöre das Objekt. Ich höre auf dem Weg. Sie sollen leiden. Ah, nein. Du? Ich werde angegriffen. Die Galaxis ist sicherer geworden. Du, schnell da rein. Kommt Zeit für etwas Bewegung. Sie haben Schande über sich gebracht. Oh, ein Elite-Gardistentrupp. So, dann nehmen wir mal hier den Punkt ein und holen uns ein bisschen Verstärkung. Und dann müssen wir hier rüber. Ist gut. Dann mal los. So, du nimmst den Punkt ein für Anforderungspunkte. Also hier kriegen wir einen guten Boost an Anforderungspunkten. Und hier kriegen wir unsere Truppen her. Gleich mal 3 Stück. Wir sind hier, an die Arbeit. Kommt in Gang, Soldaten. Wir sind hier, an die Arbeit. Und noch der letzte Trupp. Ich bin schon unterwegs. Wir sind hier, an die Arbeit. So, mit dem müssen wir jetzt einfach die durchpreschen, wollte ich sagen. Wir werden angegriffen. Verdammte Ketzer! Tötet mal da oben die. Das ist ziemlich zerstört. Nervensägen da oben. Hol uns schnell die Ressourcen und dann ganz schnell weiter. Bevor der Baneblade uns hier festnagelt. Kommandant Alster, ich rücke aus. Wir werden angegriffen. Deckung hält. Ihre Kardianer wollen uns testen. So. Du räumst mal das Gebäude mit der Granate frei. Das ist ziemlich zerstört. Und dann erobern wir die Gebäude. Das ist das Schicksal des Chaos. Nur wir holen ihn uns, Sir. So. Holen wir uns die Punkte hier. Er ist erobert. Hier, Kommandant. Ich höre. Dann warten auf Befehl. Zusätzliche Truppen haben sich zum Dienst gemeldet, Sir. In diesem Trupp die Einheit nachrüsten. Wobei ich das ebenso gut mit einer Walküre hätte machen können. Bin schon unterwegs. Ich erfasse. Verdammte Ketzer! Sir, Sie haben uns festgenommen. Das Ziel zerstört. Wie Sie Ihre Herrschaft sagen. So, den Havoc losfährt. Verdammt! Verdammte Ketzer! Vor den Ketzern! Das ist ziemlich zerstört. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Und dann den da loswerden. Kleine Siege. Melde Schaden an Gebäude, melde Gebäude zerstört. Wir werden angegriffen! So. Du kümmerst dich mal um den Sentinel. Das ist das Schicksal des Chaos. Was verstehst du unter kümmer dich um den Sentinel? Oh shit.
Feindlicher Sentinel hat angegriffen. Oh, der General Feldmarschall, der sollte durchkommen. Da die Gardisten hier ausschalten. Das ist ziemlich zerstört. Da müssen wir gucken, dass wir den Punkt da oben einnehmen und neue Truppen nachbilden. Ich erledige das. Wir sind hier im Kampf. Melde Feindkontakt. Hier. An die Arbeit. Nur zu. Ihre Kardianer wollen uns testen. Feindliches Ziel eliminiert. Neue Valkyrie. Ziel ist am Boden. Damit wir unsere Truppen wieder neu auffüllen. Wir sind hier. An die Arbeit. Die Ressourcen einsacken. Dann könnten wir nämlich wenigstens bei ihm mal bessere, also verbessern unseren Feldmarschall. Da ist andere, ja. Mehr Truppen können wir im Augenblick ja nicht ausbilden. Wir können aber auf jeden Fall den Korrigator hier holen. Und Flammenwerfer. Kleine Siege. Anscheinend ist unsere Anforderung, es ist gefährlich, alleine zu gehen. Verdammte Ketzer! Wir sind hier draußen fest. Der Havoc muss weg. Der Havoc ist weg. Auf dem Weg. Oh. Ja gut, jetzt müssen wir kurz warten, dass wir mal, dass ich meine Truppen nachrüsten kann. Mit einer Valkyrenunterstützung. So. Ich erfasse das auf jeden Fall. Gebäude ist zerstört. Gebäude wird. Jetzt gehört uns der schwere Geschütz hier oben. Was eigentlich auch ganz nice ist, aber... So, da kommt ziemlich viel, viel Zeug. Das ist das Schicksal des Chaos. Ich ziehe jetzt. So. Wir werden angegriffen. Feindliches Gardistenziel eliminiert. Du nimmst den Punkt ein. Feindliches Ziel eliminiert. Eingenommen! In Bewegung! Das klingt so. Die Rückmannschaft in Bewegung. Chaos Space Marines greifen an! Wir werden angegriffen!
Hausziel zerstört. So, setzen eine neue, noch mehr Verstärkung ab. Das ist ziemlich zerstört. Ja. Ich bin unterwegs. Ich bin ganz Ohr. Ist ein Kampf in Sicht, Sir? Warten auf Befehle. Kommt in Gang, Soldaten. So, du, Merrick, lass dich mal mit einem Trupp hier zurück, um die Brücke zu decken. Soldat besiegt. Während wir hier oben lang gehen. Ihre Havoc, Sir, Sie haben hier festgenagelt. Den Havoc machen wir mal schnell weg. Chaos-Ziel eliminiert. Greife Ziel an. Nur zu. Wir sind jetzt. Ihre Havoc-Systeme haben uns im Visier. Der General Feldschreiber braucht auf jeden Fall mal mehr Energie. Sie werden uns im Nahkampf zerfetzen. Das ist das Schicksal des Chaos. Gut, ich habe das Ziel. Ihr werdet Deckung vor uns brauchen. Ihre Havoc-Systeme haben uns im Visier ausgeschaltet. So, wieder Verstärkung nachrufen. Auf dem Weg. Melde Feindkontakt! Ich kann durch diese Ziele eliminieren. Und weg mit dem Sentinel. Feindlicher Sentinel hat angegriffen. Kleine Sieg. So, der ist Antipanzer, der kann eigentlich nichts. Das ist ziemlich zerstört. Ich rücke vor. So, wir könnten eigentlich hier oben durchbrechen, aber das mache ich nicht. Sondern ich breche weiter hier unten durch. Ich habe ganz vergessen, dass das hier oben taktisch unklug ist. Sind allzeit bereit. Warten auf Befehle. In Deckung, Männer. So. Den einen tue ich mal nachproduzieren. Ich beschütze das Imperium. Wir brauchen ein Ziel. Die Munition wird hier, schwer. Alstern. Ich will warten auf Befehle. Ja, der Spruch ist auch toll. Wir brauchen ein Ziel. Die Munition wird schwer. Wir werden angegriffen. Weg. Ich greife an. Ja, wir werden angegriffen. Kleines. Das ist ziemlich zerstört. Ja, wir müssen nach da oben. Melde Feindkontakt. Da sind sie. Das war es, ihr Magen. Hier werden wir euch begraben. Diese Angriffe sind verschwendet. Ja, ich hätte gern wieder Kontrolle. Ich verliere wahrscheinlich gerade meine gesamte Armee. Gut, ich rücke vor. Oder auch nicht. Der Bellblade hat uns im Visier. Dieser Schmerz ist. Wir schicken ihren Sentinel. Wir werden angegriffen. Kleines. Ja, der Bellblade feuert jetzt gerade. Echt gut auf uns. Ich habe keine Angst. Sorgt euch nicht, denn ich bin hier. Feindliche Gardisten greifen an. So, ich muss den Kommissar wieder beleben. Das ist ziemlich zerstört. Hier, Kommandant. Ich höre. Zeit für etwas Bewegung. So, jetzt muss ich nur nach da oben kommen und den gucken. Kokigator zerstören. Kleine Siege. Melde Feindkontakt. Der Bellblade hat uns im Visier. Wir werden angegriffen. Ich habe die Leute eingedämmt. So, da. Das ist ziemlich zerstört. Gut, ich rücke vor. Der Baneblade hat uns im Visier. Kleine Siege. Ich höre auf dem Weg. Ich erfasse das Objekt.
So, fackeln wir das Ding ab und dann sind wir fertig für die Mission. Gebäude eliminiert. So, Baneblade zerstört. Das ist also das Teleportarium, von dem sie sprach. Es gibt Geschichten über Leute, die diese Art Archäotechnologie benutzt haben und nie zurückgekehrt sind. Die meisten Einsätze der imperialen Armee enden ähnlich. Soldaten, die Inquisitorin bereitet das Teleportarium für den Einsatz vor. Macht euch bereit, wir verlassen den Planeten noch innerhalb einer Stunde. Ja, die imperiale Armee ist schon eine etwas fanatische Armee. Sieg oder Tod. Space Marines sind ja noch ein bisschen schlimmer. Nur, dass die halt Übermenschen sind mit Superwaffen. Oh, Meterbomben, das ist gut. So, Stufe Aufstieg für die beiden eher nicht. Und dann würde ich sagen, schalten wir gleich die Gardisten frei. Weil Rüstung brauchen wir nicht, aber Gardisten, das sind Elite-Fernkampfeinheiten mit starken Gewehren. Die sind zwar kleiner als die Infanterietrupps, aber sie sind auch stärker. Das Teleportarium, das wir gesichert haben, hat unsere Operationsmöglichkeiten deutlich erweitert. Ja, neue Trupps verfügbar und wir können noch schnell das Level abmachen. Unterdrückte feindliche Einheiten erteilen weniger Schaden und verlieren mit der Zeit Gesundheit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Fähigkeit macht ein verbündetes Ziel für den Feind eine Weile unsichtbar. Ist auch nicht. Schäde die Einheiten, die geschützt sind, leben Gegner. Wenn ihre Gesundheit kritisch wird, wird er unverwundbar und vollständig geheilt. Das ist eigentlich wichtiger. Bei ihm würde ich fast schon... Nee, der Artilleriehagel ist eigentlich auch recht mächtig. Mhm. Also ja. Und für ihn haben wir ja nichts. Ja, für ihn hätten wir Meterbomben. Weil er hat ja schon Granaten drin. Und diese Rüstung braucht Stufe 2. Können wir mal ihr geben. Jo. Bei ihm wird... Eigentlich habe ich gedacht, dass sich bei ihm was vielleicht ändert, aber gut. Jo, das soll es jetzt auch erstmal sein für die erste Aufnahmesession. Ich hoffe, einige Dawn of War und Warhammer Fans unter euch freuen sich auf dieses zweite Let's Play. Wie ich jetzt mal mit der Imperialen Armee ein bisschen durchbruchse. Vor allem nachher mit den Limenwas-Panzern, darauf freue ich mich schon drauf. Jo. Von daher mache ich jetzt mal hier einen Cut. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten oder nächsten Sonntag wieder. Also, bis dann.